Hallo meine Lieben, viele Grüße aus Dianas Kreativwerkstatt. Ich bin Diana und ich bin unabhängige Stampin' Up Demonstratorin und ich möchte euch heute eine, ja, mal ganz andere Trauerkarte, Beileidskarte zeigen. Und zwar, die Karten müssen nicht immer in Schwarz-Weiß sein. Ich habe sie auch in, das ist erstmal in Schwarz mit Anthrazit. Hier habe ich benutzt Wildleder und Espresso. Das ist mal eine Karte in Waldmoos, finde ich wunderschön. Und diese Karte ist in Brombeermoos gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefallen alle Farben ganz gut. Ich war selbst vom Waldmoos und Brombeermoos richtig doll überrascht. Und ja, warum nicht mal solche Farben? Es muss wirklich nicht immer in Schwarz-Weiß sein. Alles, was ich dir hier zeige, kannst du natürlich bei mir kaufen. Und ich zeige dir heute mal eine Karte im Blauton. Und ich habe mir dafür die Farben Rauchblau und Abendblau ausgesucht. Ich habe auch schon eine Karte in Marineblau gemacht. Die werde ich dir dann mal zum Schluss zeigen als Vergleich. Und ich habe meine Papiere schon zugeschnitten. Und zwar die Grundkarte ist ja bei mir immer die gleiche. Und zwar in 21 x 14,85 und gefalzt bei 10,5. Für die Mattung, also ihr braucht dann 3 weiße Farbkartons und die haben aber alle ein unterschiedliches Maß. Einmal in 14,4 mal 10,1, dann eins, was wir farbig gestalten, das wird dann 14,2 mal 9,85 und für den Innenkarton nehmen wir 14,3 mal 10 cm. Sage ich euch aber nochmal, wenn wir beim Arbeiten sind. Ich nehme mir jetzt erstmal ein Schmierpapier und nehme mir das Stück in 14,2 mal 9,85. Da ich jetzt alle drei durcheinander geschmissen habe, muss ich mir natürlich ausmessen, welches. Ja, selber schuld, würde ich mal sagen. Das ist 14,4, das ist es nicht. Ach Mensch, 14,2. Genau, 14,3. Und da habe ich schon. Ja, manchmal ist das so. Was ihr jetzt dazu nehmen könnt, und zwar gibt es ja in dem Mini-Katalog diese wunderschönen Blending-Pinsel. Hier bekommst du 3 Stück in einem Paket und die findest du auf der Seite 70. Und ich fange damit an, dass ich meine Stempelkissen erstmal öffne. So, ich habe natürlich schon, bevor es die bei Stampin' Up gab, schon bei einer anderen Firma gekauft. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die sind von der Qualität wirklich noch hochwertiger. Ich zeige euch mal auch einen neuen, den ich noch nicht benutzt habe. Wenn man hier so rüber geht, der ist viel, ja, wie soll ich sagen, weicher. Also von den Pinselhaaren nicht so dicht. Und die sind ganz, ganz dicht, so dass wirklich ein richtiges tolles Ergebnis bei rauskommt. Ich gehe mit dem Blending-Pinsel hier rein in kreisenden Bewegungen und fange an der Ecke an. Zum Anfang sieht man nicht so viel,
Man muss wirklich öfters reingehen, aber zum Schluss ergibt es ein ganz, ganz tolles Ergebnis. Ich bin selber immer wieder überrascht. Ja, jede Karte sieht nachher anders aus. Aber das ist sowas von gleichmäßig und schön. Ich fange jetzt erstmal mit dem Rauchblau an. Im Moment sieht es noch ein bisschen ungleichmäßig aus. So, jetzt kann ich mir schon mal mein Abendblau nehmen. Und ruhig zur Mitte hin ein bisschen ausstreichen, als wenn das wirklich nachher so einen Ombre-Effekt ergibt. Das ist dann so ein fließender Übergang. In der rechten obersten Ecke möchte ich es natürlich dunkler haben. Nehme ich mir noch mal mein Rauchblau. Und das macht ihr wirklich so lange, bis euch das Ergebnis gefällt. Zum Schluss werde ich jetzt noch mal mit dem Blau, Rauchblau rübergehen, damit ein fließender Übergang zum Weißen kommt. Und so gefällt es mir schon ganz gut. So, die Blendingpinsel, die könnt ihr ganz einfach jetzt so ausstreichen und dann können die wieder weg. So, jetzt kann das entweder trocknen oder ihr nehmt euch solch ein Embossing Buddy und geht einfach mal rüber, dass die Farbe so ein bisschen aufgenommen wird. Dann die Blume wird jetzt weiß embossed. Und ich zeige dir mal, welche Stempel ich heute nehme. Und zwar aus dem Libellengarten nehme ich hier diese größere Blume. Dann habe ich aus dem Stempelset besondere Momente. Da nehme ich in tiefer Verbundenheit. Und aus dem Stempelset setzt die Segel. Dann nehme ich mir noch diese kleinen Vögelchen. Ich hatte das auch mal mit den Schmetterlingen probiert, aber vom optischen, ja, man kann es machen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja, mir hat es da nicht so gefallen. Mir gefallen denn diese wegfliegenden Vögel besser. Und ja, ich habe mir die Stempel schon einmal aufgezogen und werde jetzt mit dem Versamai-Kissen meine Blume stempeln. Die Blume stemple ich mir hier in diesen dunklen Teil rein und ruhig bis hoch. Das seht ihr jetzt noch nicht. Aber ich streue gleich mein weißes Versamai drüber. Jetzt muss ich mal. Ich nehme mir hier immer so ein Blatt Papier, was ich in der Mitte gefalten habe,
Und dann kann ich mir das nämlich nachher wieder reinschütten. So, wenn du jetzt hier noch so ein paar Reste hast, die da nicht mit drauf sollen, dann gehe ich immer hier mit so einem Pinselchen drüber, streich mir das runter und dann ist es weg. Habe ich alles erwischt? Hier ist noch was. So, und dann kann ich mir hier mein Pulver wieder reinstreuen, Deckel drauf und fertig. Und ich werde mir das jetzt schnell mal föhnen. So, das ist jetzt weiß embossed. Und dann kann es auch schon mit dem Stempeln weitergehen. Und zwar werde ich mir jetzt meinen Spruch gleich in Rauchblau aufstempeln. Was ich jetzt sehe, ich habe hier schmutzige Finger gehabt. Ja, das Blau, das klebt dann immer überall. Ich nehme da jetzt auch kein Etikett. Ich stemple das sofort drauf, weil ich finde, auf solch einer Trauerkarte muss gar nicht zu viel sein. Das Weiß embosste und auch die Farben, das macht es dann schon. Und da muss dann gar nicht mehr so viel rauf. Die Vögelchen, die stempel ich mir auch in den Blauen noch mit rein. Und hier stemple ich so, dass ich nur zwei habe. Also hier oben mehr. Ich hoffe, ich sehe das jetzt. Ja. So, das lege ich jetzt erstmal zum Trocknen so ein bisschen an die Seite. Nehme mir mein Papier für die Innenseite und zwar in 14,3 mal 10 cm und nehme mir nochmal meinen Blumenstempel und hier brauche ich jetzt nur, also ich will da nur so ein bisschen von der Blume nochmal raufbringen im Innenteil und werde mir diese hier raufsetzen. Also ich finde es immer ganz nett, wenn innen drinnen nochmal so ein bisschen was ist, dass sich das wiederholt. Dann kann ich schon anfangen einzukleben. Und zwar nehme ich dafür mein Snail. Nehme mir jetzt diese Mattung. Und das ist jetzt 14,4 mal 10,1. Klebe ich mir auch mit Snail auf. So. Und das werde ich jetzt nicht mittig aufkleben, ich werde das versetzt aufkleben. Hier, wo das Weiße ist, hier werde ich auch an die unterste Ecke rangehen, so dass das versetzt ist, damit das Weiße nur vorguckt, da wo es blau ist. Finde ich mal eine andere Variante und ich denke, das muss nicht immer so gleichmäßig sein. Und es, durch diesen Ombre-Effekt bilde ich mir ein, dass das
viel besser zur Geltung kommen, wenn das jetzt nur dieses Weiße dort ist, weil hier haben wir ja jetzt genug Weißes. Ja, dann ist die Trauerkarte schon fertig. So sieht sie dann innen aus, außen. Und jetzt zeige ich nochmal zum Vergleich die Variante mit Marineblau. Hier habe ich ein bisschen anders gearbeitet mit dem Ombre-Effekt. Ja, ist immer ganz unterschiedlich, ne? Macht dann gleich was anderes her. Ein ganz anderer Effekt. Und ja, so viel Unterschied ist ansonsten gar nicht von den Farben. Hier sieht man zwar, aber beim Wischen, bei dieser Wischtechnik ist es gar nicht so doll. Ja, dann lege ich euch nochmal alle zum Vergleich hin. Und dann bleibt mir bloß noch auf Wiedersehen zu sagen. Bleibt gesund, bleibt kreativ. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!